Die erste Live-Übertragung von Fohlen TV ist über die Bühne. Mit der erfolgreichen Übertragung des Testspiels gegen den FC Porto ging das vereinseigene Internetfernsehen in seine nächste Entwicklungsstufe. Die Partie gegen den Europa-League-Titelträger aus Portugal war ob des großen Interesses die Gelegenheit für diese Pilotproduktion. Deshalb hatte Borussia-Pressesprecher Markus Aretz vor rund 3 Wochen entschieden, das Vorhaben in Zusammenarbeit mit Fohlen-TV-Dienstleister Streaming Factory in die Tat umzusetzen. Es war immer unser Ziel, mal ein Testspiel live zu übertragen. Wir wissen, dass das eigentlich für die User das Interessanteste ist, gerade in der Saisonvorbereitung. Wenn es neue Spieler gibt, dann wollen alle die Mannschaft mal spielen sehen. Nicht alle haben die Möglichkeit zu kommen und sich das anzuschauen. Ja, und jetzt hatten wir mit dem FC Porto einen sehr interessanten Testspielgegner, Europa-League-Sieger, und haben gesagt, das setzen wir jetzt mal um und machen mal die erste Live-Übertragung. Wir haben mit der Streaming Factory aus Köln einen professionellen Partner von Anfang an dabei, der uns Beiträge macht und der uns auch hier die Live-Übertragung organisiert hat. Eine Produktion dieser Größenordnung wird im Voraus minutiös geplant. Die Vorbereitungen dazu beginnen, wie bei einem Bundesligaspiel, circa 6,5 Stunden vor der Begegnung. Es müssen hunderte Meter Kabel verlegt werden, um die Kameras mit der Regie zu verbinden. Der Kommentatorenplatz muss aufgebaut, Mikrofone installiert sowie die Verbindung zum Internet sichergestellt werden. Und wenn es dann schließlich losgeht, hören Feldreporter, Kommentator, Tontechniker und Kameraleute auf die Kommandos von Produktionsleiter und Bildregisseur Björn Beinhauer. Ja, also die Kamerasignale laufen hier bei mir alle auf und hier wird praktisch entschieden, welches Bild nachher dem Zuschauer draußen gezeigt wird. Wir haben hier vorne die Monitore, wo wir das dann sehen. Da gibt es einen Vorschau-Monitor und dann einen Programmmonitor. Und natürlich liegen alle einzelnen Kameras nochmal auf Monitoren aus, sodass ich auswählen kann, welche Kamera wird jetzt letztendlich gezeigt. Kann von hier aus mit den Kameraleuten sprechen. Neben uns sitzt dann nachher der Aufnahmeleiter noch, der dann noch mit dem Kommentator, mit dem Moderator spricht und so den Ablauf koordiniert. Über die gesamte Strecke kam die Sendung aus dem Niederrhein-Stadion in Oberhausen störungsfrei beim User an. Sprich, die Premiere von Fohlen TV Live kann als Erfolg verbucht werden. Schon jetzt steht daher fest, dass die Fans von Borussia Mönchengladbach auch in Zukunft in den Genuss von Direktübertragungen der Fohlen 11 kommen können. Für die 3 und dann bitte langsam aufschwenken. Ja, wenn man Fernsehen macht rund um eine Bundesligamannschaft und Homestories mit Spielern macht, Interviews mit Spielern macht, Geschichten rund um den Verein, dann weiß man trotzdem, dass das, was die Leute am meisten interessiert, die Fußballspiele sind, so wie es auch sein soll. Ganz sicher, das wird keine Eintagsfliege bleiben, das wollen wir wiederholen. Sicher nicht so, dass wir jedes Testspiel live übertragen. Aber hin und wieder, wenn es Highlights gibt, wollen wir das machen, auch in Zukunft. Vielleicht auch andere Geschichten mal live machen, Pressekonferenzen live übertragen. Also Live-Inhalte sehen wir schon als Premium-Content und das wollen wir einfach öfter machen. Die Resonanz der User war riesengroß. 95% aller Fohlen-TV-Abonnenten waren am Samstagabend online, um sich das Spiel anzuschauen. Dass die Zuschauer und natürlich auch Spielkommentator Andreas Küppers nicht in den Genuss von ein paar Toren gekommen waren, war schade, aber beim Fußball ja bekanntermaßen nichts Ungewöhnliches. Trotzdem bot die Partie für alle Beteiligten genügend Diskussionsstoff, auch für die Fans des FC Porto. Auch sie konnten das Spiel zeitgleich mitverfolgen, denn außer bei Fohlen TV lief die Partie auch im portugiesischen Fernsehen. Ich bitte euch nachher nochmal darauf zu achten, das kannst du denen nochmal sagen.